Hallo zusammen, heute habe ich für euch den Biteaway-Stift in der Review. Das ist ein Stift, der soll dagegen helfen, dass Mückenstiche jucken. Das heißt, er hilft nicht wirklich gegen die Mückenstiche, aber wenn man den da drauf hält, dann verhindert er, dass der Mückenstich juckt. Und das funktioniert ganz gut, ich habe das schon getestet. Schauen wir uns aber mal den Stift genauer an. Also bevor wir jetzt uns genau den Stift natürlich angucken, schauen wir nochmal ganz kurz auf die Verpackung. Denn ganz interessant, auch wenn der Name englisch ist, Made in Germany, also es ist eine deutsche Firma, die das entwickelt hat und angeblich benutzt sogar der DLRG das. Also ja, ich kann auch sagen, es funktioniert ganz hervorragend und was ganz schön ist, man muss keine Salbe oder so dazu nehmen, sondern man nimmt einfach diesen Stift hier, so sieht das Ganze aus. Und der erhitzt hier vorne diese kleine Fläche. Ich halte das mal hier ein bisschen dichter in die Kamera. So, diese kleine Fläche wird erhitzt. Und die Hitze, die verhindert quasi, dass das Enzym, was den Juckreiz auslöst, sich, ja, ich kenne mich da biologisch nicht so aus, aber es spaltet irgendwie dieses Enzym, dass es nicht mehr so juckt und sich weiter ausbreitet dann im Körper. Das Ganze wird betrieben mit zwei Doppel-A-Batterien und das soll für ungefähr 300 Anwendungen reichen. Die Batterien sind hier unter der Kappe, ne, so ganz normale Standard-Doppel-A-Batterien. So. Und ja, das Ganze wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 50 Grad heiß. Es tut ein bisschen weh, es piekst ein bisschen, aber es ist jetzt wirklich nichts, was man nicht aushalten kann. Und es funktioniert tatsächlich richtig gut. Also ich habe schon ein paar Mückenstiche jetzt damit behandelt. Und manchmal muss man auch ein zweites und ein drittes Mal das noch machen. Aber es funktioniert wirklich gut. Also man hält das einfach dann auf den Mückenstich. Oh, ich muss mal, ich habe jetzt gerade hier keinen Mückenstich. Hier hatte ich einen, den hatte ich vorher aufgekratzt. Daraufhin habe ich mal geguckt, was sowas denn hier kostet und ob sich das lohnt. Und ja, der Preis ist okay dafür. Es gibt zwei Einstellmöglichkeiten für Kinder und für Erwachsene. Das heißt einfach nur, es wird zwar genauso heiß, aber es bleibt nicht ganz so lange drauf. Wer ein Problem mit dem Schmerz hat, der kann auch erstmal hier die Kindervariante nehmen, so wie ich das jetzt mache. Einfach nur, weil ich keinen Mückenstich habe, warum also doppelt quälen. Also man drückt drauf und man wartet, bis das heiß wird. Und das geht recht schnell. Also jetzt merke ich schon, es ist heiß, die Lampe leuchtet. Und wenn ich es jetzt runternehme, dann war es das schon. Für Erwachsenen dauert das natürlich ein bisschen länger, bis sich das aufgeheizt hat und bis es dann auch Bescheid gibt durch den Ton. Jetzt ist vorbei mit dem Mückenstich, jetzt kannst du es runternehmen. Aber ja, das ist, also jetzt ist es schon wieder ganz kalt, ich merke keine Hitze. Ich drücke einmal drauf, es heizt auf, ich merke jetzt die Hitze und da war der Pieps, jetzt kann ich es wieder runternehmen. Mückenstich weg. Geht super schnell. Und es funktioniert tatsächlich richtig gut. Von da aus kann ich das Ding eigentlich nur wirklich empfehlen. Das gehört in jede Reiseapotheke, weil Mückenstiche können echt nervig sein. Und ja, hiermit hat man da keine Last mit. Man kratzt sie sich nicht mehr auf und so weiter. By the way, der Shift, eine völlige Empfehlung von mir. Finde ich total klasse, das Teil. Ich benutze es jetzt jeden Sommer. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, guckt mal unten auf meinen sozialen Medien, Social Media Kanälen. Sozialmedienkanäle. Naja, und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Macht's gut, bis dann und tschüss.